Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit Narch. Wir sind immer noch eins über dem diplomatischen Limit, sind primär eigentlich nur unsere Vasallen. Wir haben eigentlich nur noch den Osmanen hier am Start, mal abgesehen von unseren Vasallen. Und wir werden ja demnächst Syrien integrieren, wir können vielleicht gleichzeitig noch Schamar integrieren. Müssen wir mal gucken, wie sich das timemäßig machbar lässt. Machen lässt, eigentlich wollte ich sagen. Und wir können unser ganzes Geld, was wir in Ägypten uns erplündert haben, können wir mal benutzen, um hier ein paar neue Rüstkammern zu bauen. Hier bekommen wir mittlerweile den vollen Bonus. Interessanterweise. Ja, 16% Autonomie nur noch. Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal hier ein paar Rüstkammern. Und hier unten in dem Gebiet auch. Oh, okay, nee, das war jetzt ein bisschen arg viel. So, ein bisschen Geld will ich schon noch haben. Weil wir brauchen definitiv mehr Manpower. Das ist so ein bisschen das Problem. Diese ganzen Provinzen in unserem Gebiet haben alle keinen Manpower. Eigentlich haben alle Provinzen in dem Gebiet hier keine Manpower. Bis auf hier in Anatolien und Griechenland und dann in Indien. Alles andere hier hat alles überhaupt gar keine Manpower. Ist wirklich nicht so optimal. Aber gut, was soll man machen? So, Truppenlimit ist auch wieder gestiegen. 30 haben wir jetzt durch die neuen eroberten Provinzen und wahrscheinlich auch dadurch, dass die Autonomie wieder ein bisschen runtergegangen ist. Es läuft auf jeden Fall. So, wir haben unseren Anspruch auf irgendeine Provinz verloren. Ist auch nicht so tragisch. Oh, Österreich hat gegen Dänemark Krieg geführt und gewonnen. Kriegsreparationen und Geld. Ja, nichts Großartiges. So, wollen wir noch einen Anspruch auf diese Provinz? Nee, die werden wir an Persien abgeben. Und daher brauchen wir da keinen Anspruch. Dann können wir eigentlich hier schon unseren ersten Anspruch machen. So, und dann können wir dich am Ende des Monats ganz kurz holen. Oder ne, wir warten erstmal, bis die Armee dort ist. Oh, was haben wir für Katastrophen? Bauernkrieg. Überdehnung. Zwischen 25% und 50%. Okay, wird aber bald weggehen. Wir kriegen ja relativ schnell Kernprovinzen. Dadurch, dass es unsere Kulturgruppe ist und unsere Religion, geht das recht flott. Und dadurch, dass wir auch einen Anspruch haben. So, eigentlich sollten wir... Oh, okay. Nur 19. Das ist natürlich schlecht. Alles klar. So funktioniert das. Oh, unser Diplomat Faisal Surur ist gestorben. Das ist natürlich doof, aber wir haben einen neuen. Turki Al-Faran. Auch ganz nice. Sehr schön. So, Diplomaten sind schon sehr nützlich. So, und dann können wir dich jetzt eigentlich mal nach Hause holen. Hast du irgendwelche Verbündeten? Karaman. Ja, Karaman ist mir ziemlich egal. Wir erklären dir den Krieg. Eroberung. Oh, eine Kernprovinz. Achso, ja, Ilam. Ja, klar. Alles klar. Logisch. So, hier in dem Falle bekommen wir jetzt natürlich Pietät. Aber das ist nicht so schlimm. Wir werden nicht den Osmanen reinrufen, weil ich habe gesehen, wenn Karaman dabei ist, dann müsste ich ihm Provinzen von Karaman geben. Und eventuell noch hier, wenn er hier eine belagert. Das möchte ich nicht unbedingt. Und daher machen wir den Krieg einfach selber. So, Syrien, Persien, Wasangali, Balochistan, Jamar sind dabei und natürlich auch seine Vasallen. Und daher geht's jetzt los. So, Ernst der Zweite ist der neue Kaiser, alles klar. So, 22. Dezember, 21. Dezember, dann gehen wir mal mit Persien zusammen hier hin. Nicht, dass er uns jetzt hier noch angreift mit seiner Armee. Und dann ziehen wir unsere Armee hier rüber. Syrien ist jetzt auch schon hier am Start. Okay. Shirvan will getötet werden anscheinend von uns. Du kannst eigentlich schon mal in seine Hauptstadt marschieren, das ist schon okay. Und die machen hier die Hauptarmee platt, das ist doch sehr schön. Dann können wir hier uns schon mal aufteilen und du kannst dich nochmal aufteilen. So, es ist nur noch die Frage, wo flieht er hin? Okay, nach Erzurum, das dachte ich mir schon.
klar, wir brauchen dafür keine volle Armee. Dich können wir dahin schicken, du kannst dahin, du kannst dorthin, du kannst dorthin. Oder eigentlich besser dahin. Dann sagen wir mal, ja, Persien, genau, gehen wir zu deinem Anspruch. So, wir haben unsere Kernprovinzen fertig, sehr schön. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen, bis ich weniger Kriegsmüdigkeit habe. Ja, aber das ist kein großes Problem. Mit den humanistischen Ideen ist das schon recht gut machbar alles. So, wo fließt du jetzt hin? Oh, okay, seine Armee ist aufgelöst worden. Aufgerieben. So, dann gehen wir kurz noch hier rüber nach Schirwan, machen da noch die letzte Armee platt und dann sollte das laufen. Sagen wir mal Syrien, dass sie hier belagern sollen. Vielleicht machen sie es ja. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, okay, sie machen es. Er hat nur noch gewartet, bis er genug Moral wieder hat anscheinend. Was eigentlich ziemlich unnötig ist, weil es gibt ja schließlich kaum noch gegnerische Armeen, die seine Armee gefährlich werden kann. Aber das ist schon okay. Wenn die KI meint, dass sie das machen muss, dann soll sie das von mir aus machen. Und dann ist dieser Krieg eigentlich auch schon gewonnen, aber das war zu erwarten, dass es nicht sonderlich schwierig wird. Schließlich ist Chiara mittlerweile so klein, dass die kaum noch was gegen uns machen können hier. Und dann würde ich sagen, sammeln wir alle unsere Armeen, die hier fertig sind mit Belagern, in Bagdad. Okay, der Schamar belagert hier unten. Artilleriekosten plus 20%. Ja, noch haben wir keine Artillerie, von daher macht das soweit nichts. Wir sollten aber vielleicht im nächsten Mal anfangen, welche zu bauen. Aber momentan kämpfen wir ja eh gegen niemanden, der Kavallerie hat. Obwohl, hast du mittlerweile schon Artillerie gehabt? Nee, mit Militärtech 5. Total rückständig. Bis Militärtech 6. Ja. Zwei hinter uns. Mal schauen. So, wir haben wieder unsere Diplomaten nicht in Benutzung. Schicken wir einen dorthin. Oh, Österreich hat die erste Reform schon durchgeführt. Oder was heißt schon? Es sind ja schon 50 Jahre rum jetzt, aber trotzdem. Für die KI ist das relativ schnell. Manchmal brauchen die dafür ja Ewigkeiten. Okay, Persien. Ja, du hast hier einen Anspruch, hier eine Kernprovinz. Von daher das an Persien. Das an Persien. Und dann läuft das Ganze soweit. So, wir verlieren ein bisschen Manpower hier während der Belagerung. Ja, Männer der Wissenschaft, die brauchen wir natürlich. Wir müssen hier mehr Technologie aufbauen bei uns im Land. Wenn möglich. Wir können bald uns den Botschaftstech holen. Vielleicht hätte ich dafür das Geld lieber behalten sollen, anstatt Rüstkammern zu bauen. Denn die Botschaft ist ja mittlerweile seit dem letzten Patch sehr, sehr wichtig, weil sie auch ein diplomatisches Unterhaltslimit gibt, anstatt nur einen Diplomaten. Das ist schon ziemlich cool. Vor allem für uns. So, okay, wir haben hier Winterverluste. Das ist natürlich nicht so optimal. Oh. Freidenkerei führt zur Entfernung von Gott. Ja, das ist immer so ein Problem mit den humanistischen Ideen. Dass sich da immer dann irgendwelche Religionen einfach so verbreiten. Hier, zwei Grundsteuerprovinz. Das ist nicht so schlimm. Können wir zurückkonvertieren. Kein Problem. So, alle nach Bagdad. Los geht's. So, wo will Persien hier hin? Okay, die stellen sich hier einfach anscheinend ganz gerne in die Verlustquoten, die man im Winter hat. Macht ja auch nichts. Bisschen Kälte passt schon, ne? Paar Menschen, die dabei sterben. Die machen es für Persien anscheinend nicht, für den einen Provinzstaat. Nicht so, als würde als ein Provinzstaat jeder einzelne Mann zählen. Bei uns ist das mittlerweile schon relativ egal. Wir haben schon mittlerweile 40.000 Manpower maximal. Auch da aber ist es nicht so optimal. Aber wir müssen ja Winter Edition quasi mal kriegen. Oh, guck mal an. Hier sind persische Patrioten. Die würden sogar zu Persien flippen, obwohl sie unser Vasalle sind. Cool. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir Krieg führen gegen den Timuriden, es versuchen so zu machen, dass wir hier ihn abgrenzen. Und dann eventuell gucken, vielleicht, dass da Rebellen spawnen und dann sollte das eigentlich alles zu Persien flippen. Das wäre natürlich super toll. So, was haben wir hier? Ne, noch nicht. Wir müssen jetzt hier erst Frieden schließen. So, das an Persien, das an Persien.
Und dann die beiden hier für mich. Und das für mich. Da haben wir überall Ansprüche, ne? Ah, da habe ich gar keinen mehr gemacht. Stimmt, das habe ich abgebrochen. Na, das ist natürlich doof. So, dann Bündnis mit Karaman aufkündigen. Kriegsreparationen. Schirmann als Vasalle aufkündigen. Na, eigentlich nicht relevant, wirklich. Vielleicht sollte ich Erzurum noch nehmen. Einfach nur damit der Osmane das nicht nimmt. Irgendwie von alleine. So. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Ups, wieso sind es denn? Nein. So. Ach so, warte mal, kann ich ihn vasalisieren? Ne, 133, okay. Nächstes Mal kann ich ihn vasalisieren. Das klingt doch ganz gut. Das können wir dann beim nächsten Mal eventuell auch machen. Oh nein, das ist falsch. So. Alles klar, dann senden wir den Frieden und dann haben wir unsere Mission auch schon wieder erfüllt. 5 Prestige, sehr schön. Eine Allianz mit dem Timuridenreich. Oh, guck mal, sie mögen uns. Weiß ich aber nicht, ob ich das wirklich will, weil das blockt unsere komplette Ostexpansion. Jawohl, wir könnten auch über Balochistan und dann nach Indien direkt. Aber ich will eigentlich ja Persien seine Cores geben und dafür können wir nicht ewig lange warten, weil die, vor allem die hinteren hier gehen ja demnächst verloren, in 80 Jahren schon. Von daher sollten wir da ein bisschen Gas geben. Integriert die eine Provinz oder Anspruch auf eine andere. Was war der Name? Jerewan. Jerewan. Ah, da ist es. Ich Blindfisch. Militärische Macht? Ja, komm. 25 militärische Macht ist doch besser als 10 diplomatische. Syrien will eine Staatsehe. Ja, das nehme ich an, denn ich will sie demnächst mal endlich integrieren. So, und dann fangen wir hier oben überall Kernprovinzen an. Recht teuer, vor allem die hier. 5 Grundsteuer, hat aber keine Erhöhung irgendwie. Wir haben jetzt recht viel Kurdisch, glaube ich. Vielleicht wird das ja doch noch akzeptiert. Können wir ja mal nachgucken. Ja, Kurdisch 9,1. 10% bräuchte es. Ist natürlich knapp. Gibt es überhaupt noch kurdische Sachen, die wir erobern können? Nur hier und die werden wir in Persien geben. Naja, okay. So. So, die Konvertierung wird noch eine Weile dauern wahrscheinlich. Und dadurch, dass wir keine Pietät haben, sondern negative Pietät, dauert das natürlich ein bisschen länger, aber dafür kriegen wir minus 10% Tech-Kosten und 20% mehr Manpower und 20% mehr Steuern. Das ist schon ziemlich heftig. So, wollen wir das jetzt schon machen? Wir haben eh noch nicht genug Geld momentan. Und wir brauchen gleich Punkte, um Syrien zu integrieren. Von daher würde ich sagen, warten wir mal noch ein bisschen. Jamar. Ah, Jamar können wir auch machen, wenn wir den Mali haben. Achso, wir haben den Mali jetzt so oder so noch. Ha! Wie lange hält er denn noch? Noch 2 Jahre. Okay. Schon wieder 10 Jahre rum her. Das geht echt super schnell. Wem bist du hier im Krieg? Mit Alodia. Okay, das ist ein Verteidigungskrieg, aber es scheint so, als würde er den recht locker gewinnen. Weil Alodia auch das Kriegsziel nicht belagert. Hat aber plus 26 von Schlachten. Keine Ahnung, was da los ist. Oh, scheint so, als hätten wir jetzt doch ein paar Unruhenprobleme. Jep, wir haben überall jetzt gerade Unruhen wegen der hohen Kriegsmüdigkeit. Vor allem in Jemen. Okay. Na gut, aber das sollte demnächst wieder runter ticken und dann auch nicht mehr so ein großes Problem darstellen. Wir können einfach mit unserer kompletten Armee einfach nirgendwo hinlaufen. Das ist echt doof. Aber wir möchten auf jeden Fall so schnell wie möglich nach Norden. Wir müssen Russland möglichst abblocken. Von der Expansion. Oh, Ungarn verliert gegen Transsilvanien. Rückeroberung von Hunyad. Ah, okay, da ist Polen noch dabei. Ich habe mich schon gewundert. Das wäre ansonsten auch ein bisschen komisch gewesen. Aber nur ein bisschen.
So, wie sieht es aus? Du hast uns jetzt wahrscheinlich, weil wir Erze rum haben. Ja, das war zu erwarten. So, mit euch haben wir jetzt schon genug Beziehungen. Ich denke, wir versuchen gleichzeitig noch Shamar zu integrieren. Wir schicken schon mal unsere Einheiten hier runter, denn mein nächstes Ziel wird Äthiopien und Mayatin sein. Und daher können wir unsere Leute auch gleich mal runterschicken. Und unsere leichten Schiffe könnten wir eigentlich mal für den Handel benutzen, denke ich. Wäre mal auf jeden Fall gar nicht mal doof, würde ich sagen. Hormuz plus 1,5. Golf von Aden plus 1,1. Wie viel Einfluss haben wir denn mittlerweile hier? 40% nur. Das ist eigentlich nicht genug, um da großartig was hinzutransportieren. Von daher würde ich sagen, schicken wir sie doch mal nach Basra. Diese Kalkulierung ist nicht unbedingt immer richtig. Oh, Komet, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber okay. So, jetzt haben wir noch höheres Revoltenrisiko, ja. Atsch. Okay, ich denke, hier werde ich jetzt mal die Pietät nehmen, weil bis zum Tod von unserem Herrscher minus 15 Stabilitätskostenmodifikator ist schon ziemlich cool. So, wie lange dauert das noch? 2 Jahre, bis die Überdehnung weg ist. So, Äthiopien kriegt hier gerade ganz schön auf Fresse. Adalan wird hier gleich wieder unabhängig. Die Hatsch-Rituale. Na gut, da kriegen wir jetzt nochmal 5 Pietät. Jamar, können wir noch eine Staatsehe machen. So, gegen wen wollen wir erst Krieg führen? Wasangali hat auf Mayatin und auf Äthiopien Kors. Mayatin könnten wir echt locker Diplo-Vasalisieren, das ist echt lustig. Wie sieht's bei euch aus? Ayoran dann selber Vasallen. Mogadischu, ja. Wie wär's, wenn du den mal integrierst? Macht er aber nicht. Ha! Adalanische Nationalisten sind jetzt hier rübergekommen. Das ist natürlich schlecht. So, wir werden mal hier einen Anspruch auf Asab machen. Warte, wo können wir noch einen Anspruch machen? Hargeisa. Wo ist Hargeisa zum Teufel? Ah, das da. Okay, aber da hat der Dings so oder so Ansprüche. Und daher machen wir jetzt hier nur auf Asab. Und dann schicken wir unsere Typen schon mal hier rüber. Dann werde ich ihm gleich den Krieg erklären und hier erstmal diesen einen Stack hier kaputt machen. Denn ich möchte nicht, dass mein Vasalle hier Land verliert. So, du bist nur mit Malindi und Ausa verbündet. Hat Wasangali ein Chor auf Ausa? Nein. Aber wir könnten ihm Ausa wahrscheinlich trotzdem geben. Seine Kultur auf jeden Fall. Oh, guck mal, Äthiopien macht die schon selber kaputt. Anscheinend. So, ja, jetzt können wir das eigentlich machen. Jetzt haben wir genug Punkte. Man und Sina. Oh, da sind die Rebellen getriggert. Na super, ja, dann erst nochmal kurz zurück. Das ist natürlich jetzt doof. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, leider. So, Bagdad wird jetzt konvertiert. Das ist auf jeden Fall nice. So, und da fangen wir schon mal mit der Integrierung von Jamar an. Dauert 2 Jahre, obwohl wir noch den Mali haben. Und obwohl wir noch Überdehnung haben. Aber gut, wir haben halt gleiche Kulturgruppe, gleiche Religion. Das ist natürlich ganz hilfreich, was Konvertierung angeht. Was Integrierung angeht, eigentlich, wollte ich sagen. So, wir haben 530 Dukaten. Reicht das, um mit Darlehen Dings zu bauen? Ich weiß es nicht. Dann lassen wir noch ein paar Einheiten hier. Ich will nicht unbedingt Verlustquoten hier überall erleiden. Oh, hier gibt es noch Infanterie. Shamshir-Infanterie, okay. Die ist wohl besser als unsere momentane. Oh ja,
2, 3 Pips sogar mehr. Nice. Allerdings immer noch kein Feuer. Immer noch nur Nahkampf. Konvertierung erfolgreich. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch 2 Sachen zu konvertieren. Ach, guck mal. Wahn ist sogar koptisch. Oh. Ist ja auch interessant. So. Ich annektiere jetzt nur Shamar einfach, damit wir das schon mal hinter uns haben. Syrien werde ich dann später annektieren. Dann sind wir auch nicht mehr überm Limit. Von daher läuft das dann. So, jetzt wird Shamar sogar noch schneller gehen. Jetzt haben wir nämlich wieder positives diplomatisches Geschick. Oh, wir haben gerade übrigens eine ganze Menge Machtprojektionen bekommen, weil wir Provinzen vom Mamelukenreich und von Chiara erobert haben. Allerdings sind wir immer noch nicht über 50. Haben wir eigentlich Embargo gegen die beiden gemacht? Nö. Geht aber jetzt auch nicht, weil wir jetzt Waffenstillstand haben. Wer ist denn noch unser Rivale? Äthiopien. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall erstmal gegen Äthiopien kämpfen. Weil wir dann Machtprojektion kriegen. Und das ist cool. Machtprojektion ist definitiv cool. So, Rebellen niedergeschlagen. Dann jetzt wieder nach Hause. Kriegsmündigkeit ist auch wieder auf 0. Das heißt, wir dürften... Ja, doch, wir haben immer noch ein bisschen Unruhen, aber in den meisten Provinzen haben wir hier keine Unruhen mehr. Nur noch die Überdehnung. Aber die ist auch gleich schon wieder weg. Von daher läuft das soweit. Und jetzt haben wir auch Shamar schon wieder integriert. Sehr schön. Oh, guck mal hier. Da hat er noch eine Provinz erobert, der Mameluke. Da können wir gleich mal neue Ansprüche drauf machen. So, Shamar ist unser. Sehr schön. Haben wir wieder ein paar neue Einheiten gekriegt. Hier ein Schiff. Das sollte sich mit unseren anderen vereinigen. Dann haben wir hier 3000 neue Einheiten. So, ja. Dann gehst du jetzt wieder hier rüber. Und dann werden wir in der nächsten Folge den Krieg gegen Äthiopien starten. Die haben ja hier anscheinend ohnehin schon Probleme, weil sie im Krieg gegen Alodia und Kaffa sind. Was ist das für ein Krieg? Angreifer gegen Alodia. Kreuzzug. Okay. Warum sind eigentlich Alodia und Kaffa? Sind die verbündet oder was? Tatsache. Obwohl sie die andere Religion haben. Das ist auch interessant. Das macht die KI normalerweise sehr, sehr selten. Hilferuf einer Adelsfamilie. Oh, wir verlieren 150 Dukaten. Das ist schlecht. Ich würde eigentlich ganz gerne so schnell wie möglich die Botschaft bauen. Dafür brauchen wir 1000. Könnten jetzt natürlich einfach 400 Dukaten Darlehen aufnehmen. Oder auch 550. Um das Ganze zu machen, wäre theoretisch durchaus locker machbar wahrscheinlich. Die Frage, ob das so klug ist. So. Ich denke, wir warten damit noch ein bisschen. Bis wir ein bisschen mehr Geld haben. So, jetzt haben wir hier nur noch armenische Patrioten. Ist eigentlich nur eine Provinz, von daher können wir da eigentlich mal die Autonomie erhöhen. Ist minimal wenig Geld, das ist nicht so tragisch. So, und jetzt dürften wir eigentlich kaum noch Unruhen haben. Ein paar türkische Patrioten, aber das macht jetzt wirklich nicht den Bock fett. Okay, dann legen wir hier los. Metri Bari ist hier noch dabei. Wollen wir da noch einen Anspruch drauf fingieren? Ja, vermutlich. Okay, machen wir hier noch kurz den Anspruch. Das dauert ja nicht lange. Okay, gut, dann verabschiede ich mich für heute von euch. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Diesmal haben wir nicht so super viel gemacht, aber wir sind ganz gut vorangekommen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich wie immer über einen Like oder Kommentar freuen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.